Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Forest mit mir, LXFX. Wir spielen nun zum dritten Male die erste Map. Und diesmal finde ich hoffentlich mal dieses gottverdammte Öl, was wir brauchen. Und selbst wenn ich das gefunden habe, hoffe ich, dass ich in der Lage bin, das Boot wieder zu finden. Weil in der letzten Folge habe ich echt gedacht, mich erschlägt irgendwas. Da habe ich mal endlich das Boot gefunden und nein, ich kann nicht weitermachen, beziehungsweise das, die Map hier nicht fertig machen, weil irgendwie Öl fehlt. Habe ich gedacht, wenn ich Diesel habe und den Schlüssel, dann ist alles in Ordnung, aber nein. Finden wir halt noch ein bisschen Öl und dann hat das gefälligste funktionieren. Wir können, denke ich, auch schon mal laufen, damit das Ganze etwas schneller hier vonstatten geht. Ich hoffe doch mal, dass dann die werte Frau in Weiß nicht schon früher andackelt. Das würde mir noch gerade fehlen. Aber das hat gerade etwas, was ich mich frage. Wo ist dieses Öl? Wo findet man das? Ich hatte Diesel gefunden, aber kein Öl. Da geht's auch noch lang. Komm, wir gehen jetzt einfach mal hier langs. Überall dieser weiße Nebel. Damit wir sie bloß noch nicht so schnell kommen sehen. Böse Jungfer. Links oder rechts? Tja. Ich würde sagen, wir gehen. Links ist, glaube ich, Richtung Boot, oder? Ich weiß es nicht mal genau. Aber da vorne ist. Ah! Da ist ja schon mal was. Das wäre dann schon mal ein Erfolgserlebnis. Ja, ich glaube, da hinten ging es dann zum Boot. Tja, was finden wir denn hier Gutes? Diesel. Wir brauchen insgesamt drei Dinger. Da oben gibt es die Seite. Gibt es da vielleicht noch was anderes? Das wäre jetzt die Frage aller Fragen. Lasst einfach mal gucken. Das wäre interessant zu wissen, ne? Ob es da oben noch was gibt, was ich Deppsche vielleicht mal wieder voll übersehen habe. Nö, ne? Bitte. Hier geht's jetzt ja runter, da, ne? Ja. Oder? Ja, das ist der Weg. Wunderherrlich. Wo gehen wir lang? Gehen wir einmal ums Karree oder gehen wir jetzt in diese Richtung? Wir gehen in diese Richtung. Jetzt glaube ich wieder im Kreis. Es musste irgendwo. Muss doch dieses Ölding sein. Irgendwo muss ich das doch verstecken, ey. Falls das jemand weiß, wo das ist, kann er es mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann muss ich mir hier nämlich keinen absuchen. So, da war der Diesel drin. Muss ich halt mal selber gucken im Internet, ob da irgendwie was steht. Aber das wäre ziemlich deprimierend. Ich würde das gerne selber finden eigentlich. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd dafür. Oder ich gucke an einer Stelle, wo ich im Leben nicht denken würde, dass es da wäre. Vielleicht mitten in der Pampa. Das wäre bitter, Mensch. Das wäre wirklich bitter. Gedacht, der würde stehen. Aber hat mich wahrscheinlich nur verguckt.
Ja, da sitzt der Schlüssel. Gut, was war das denn? Da war doch gerade was. Jetzt haben wir die Schlüssel, aber für was haben wir jetzt die Schlüssel? Ist das fürs Boot anzubekommen oder was? Denke ich mal. Aber es ärgert mich auch. Wo bekomme ich jetzt dieses gottverdammte Öl her? Und sie verfolgt mich schon, jawohl. Das ist doch der Traum aller Männer. Eine junge Frau im Schlafgewand, die einem hinterherrennt. Leider Gottes will diese Frau ja nicht das, was die Männer sich wirklich dann erhoffen. Wobei ich darüber auch eigentlich froh bin. Ne? Meine Freundin würde mich fragen, was ich bitte mit einer Frau im Wald machen will, die irgendwie böse Sachen von mir will. Wenn ihr wisst, was ich mit böse Sachen meine. Ah, wo ist das Öl? Vielleicht ist das ja auch in dem einen kaputten Dingensbummens Boot am Anfang. Dass man das da rausholen muss. Könnte das sein? Oder vielleicht in dem Zelt? Ich habe ja da nie so besonders nachgeguckt. Sollte ich vielleicht mal nachholen? Ist aber auch noch ein Fass. Lass mal gucken. Ich glaube doch nicht, dass in dem Fass da was drin ist. Nö, ist es auch nicht. Das wäre ja auch mal wieder viel zu schön gewesen, wenn er jetzt... Oh, oh, die ist aber ziemlich weit oben in den Bergen, ey. Junge Dame, I believe I can fly, ne? Red Bull verleiht dir Flügel. Oh, oh, oh. Die ist aber evil drauf. Oh ja, jetzt rennt sie mir hinterher. Die mag mich nicht. Wo ist dieses verdammte Öl, Mann? Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt Richtung Boot renne, obwohl ich ja nicht mal weiß, in welche Richtung ich gerade renne. Ich renne jetzt einfach mal. Ich renne am besten etwas schneller. Auch wenn ich nicht genau weiß, wohin ich gerade renne. Jetzt fang mir nicht an zu keuchen, junge Mann. Aber hier sind wir ja mal ein Kerl, nicht wie ein Zylinder, wo wir eine Frau sind. Nix gegen Frauen. Da habe ich wie ein Zylinder einfach immer nur drauf gewartet, dass dann vielleicht noch eine Frau, also wir als Frau dann vielleicht mal schreien oder so. Weil eine normale Otto-Normalverbraucherfrau würde das, wenn sie im Wald von irgendeinem Viech gestalkt wird. Aber wir dann als Frau natürlich nicht. Oh! Ich finde das Öl wahrscheinlich so schnell im Leben nicht. Also ich würde sagen, noch einen Run machen wir. Und dann nichts geben auf, dann gucke ich irgendwie im Internet oder so. Ich scheine ja wohl wirklich irgendwie zu blöd zu sein, um dieses Öl hier zu finden. Also lass mal gucken hier. Ob das hier irgendwo liegt. Wo war das Boot? Da. Da ist Boot. Vielleicht ist da ja auch das Öl drin, was ich aber... Ne, das wäre ja auch zu viel verlangt, ne? Ach, Gott im Himmel, ey, wir können sogar springen, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Krasser Scheiß. Vielleicht brauchen wir das, um ans Öl ranzukommen, wer weiß das schon, ne? Wer weiß. Also, gehen wir nochmal in den Wald hinein, spielen Hänsel und Gretel. Ich bin Hänsel, die Dame ist Gretel. Jetzt wissen wir nur nicht, wer die Hexe ist. So schwer sein. Soweit ich weiß, hat Kronk das Ganze in 2 Folgen geschafft. Ja, das ist ja richtig deprimierend für mich dann. Ich war schon so froh, yay, ich hab's geschafft. Ich hab hier das Boot endlich gefunden. Dann auf einmal, ja, hier Öl. Gibt's ja keinen Globus oder irgendwie so ein Globus-Baumarkt-Dingens, wo ich das mal fix kaufen kann.
gut, von welchem Geld sollten wir das auch machen, ne? Wir gehen jetzt einfach mal links, ne? Ich habe heute mal einen linksradikalen Tag und wir gehen mal nur links. Vielleicht habe ich ja da mal Glück oder so. Ich habe ja gesagt, wir gehen mal links. Vielleicht hilft das ja wirklich was. Wer weiß. Wahrscheinlich finde ich jetzt das Öl und finde dann die anderen Dinger nicht mehr. Oh, da ist ein Haus, an dem ich noch nicht war. Für den ich natürlich das Schlüssel brauche. Leckt mich doch am Arsch. Aber jetzt weiß ich, wo es langs geht. Ne? Jetzt habe ich einen Plan hier. Also einen Plan habe ich, aber die Orientierung, die verliere ich wahrscheinlich wieder. Das heißt, wir sitzen wahrscheinlich noch ein Part hier dran. Es sei denn, ich mache den Part hier etwas länger, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Dann habe ich die erste Map vielleicht auch endlich mal hinter mir. Yay. So. Das heißt, wir müssen einfach nur Richtung Boot. Sollte das irgendwie funktionieren? Jetzt lass dich aufheben, verdammt. Wo geht's lang? Da lang ist. Gehen wir links, gehen wir rechts. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was der schnellere Weg ist. Aber da geht's hoch, das heißt, da wären wir, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ja, da sind wir, glaube ich, richtig. Was kommt denn jetzt bitte? Jetzt ist hier irgendwo in meiner Nähe und ich weiß mal wieder nicht, wo sie rumdackelt. Und wir gehen jetzt auch hier wieder runter. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann eventuell wieder zurückfinde. Da ist sie. Da war sie. Kacke, die wird dreister. Die will mich, Freunde. Die will mich. Die will mich hier im Wald. Ich will sie aber nicht. Die sieht mir viel zu schmutzig aus. Viel zu böse. So, Hype, streng dich dieses Mal bitte an. Und bitte Gott, lass mich das schaffen. Wir müssen rechts, oder? Ja. Und bitte lass mich jetzt richtig gegangen sein. Ja, ich bin richtig. Ah, bitte. Bitte, 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 bitte. Ich bin gerade aufgeregt und das noch nicht zu knapp. Ich hab das Öl, ich hab das Öl. Oh, 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 ich höre sie. Ich höre sie. Ah, da ist das Boot, da ist das Boot. Ah, ich hab's geschafft, oh Wunder. Ich hab's geschafft, Freunde. Yay. Da würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und das die nächste Dings mache ich in der nächsten Folge. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich mal hinter mir habe. Yippie, yay, Schweinebacke. Wir sehen uns, Leute. Tschüss.